Hallihallo, meine Lieben. Ihr seht es schon, aber ich habe vergessen, das Licht auszumachen. Das muss ich noch tun. Ich möchte heute noch mal gucken, was ist denn mit Ottos Emotionen los? Und zwar aus dem Grund, als dass ich echt bei vielen Readings, also sowohl bei den öffentlichen, aber auch bei den privaten, festgestellt habe, Otto voll zurück ins alte Muster. Otto, der letztes Jahr so viel gelernt hat, seit einer Woche, ja, was soll ich sagen? Zurück in die Vergangenheit, zurück ins alte Schema. Ja, guck mal jetzt mal einfach, wenn er ja so ist, dann versucht er ja seine Gefühle zu verdrängen. Wenn er in den Arbeitsmodus, in den Kampfmodus geht, dann sind ihm seine Gefühle zu nah. Und ich möchte jetzt einfach mal mit dem Gespräch von Herz zu Herz, das Seelengespräch bei Nikis Kartenblick, Karten gucken. Die habe ich geschenkt bekommen von einer lieben Petra aus dem Kollektiv. Man kennt sie auch unter dem Namen Hexe. Mir gefallen die sehr gut, Petra. Herzlichen Dank dafür nochmal. Ich suche jetzt mal nach einer Überschrift und möchte einfach, ne, wie gesagt, erfahren, was ist mit seinen Emotionen los. Wenn er jetzt mit dir von Herz zu Herz reden würde, was würde er dir denn dann sagen wollen? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, er wird gern reden. Tut er nicht so gerne. Okay, ich mache mal das Licht aus, kann ich mich ein bisschen besser konzentrieren. Ich hoffe, ihr seht dann trotzdem noch genug. Brauche einen kleinen kurzen Moment, ihr kennt das ja. Für die, die neu sind, die das bisher noch nicht mitbekommen haben, das Ding mit meiner Kristallkugel. Ich mache keinen Simsalabim. Ich sehe auch nicht die Bilder hier in dieser Kugel, sondern die laufen an meinem geistigen Auge vorbei. Ich kann mich nur besser fokussieren und die Energien besser abholen, wenn ich mich mit der Kugel verbinde. Und jetzt bin ich mal still. Du hast mir mal wieder die Augen geöffnet. Du hast mir mal wieder die Augen geöffnet. Ich reg mich gerade wirklich auf über mich selbst. Ich war kurz vorm Aufgeben diese Woche. Mir war alles zu viel, alles zu schwer. Nur noch Dunkelheit. Nur noch Dunkelheit. Ich habe mich zurückgefunden in einer Zeit, ich weiß nicht, wann ich da das letzte Mal war. Ich glaube, es ist schon über ein Jahr her. Alles ist wieder ans Tageslicht gekommen. All die alten Ängste. Die Angst, alles zu verlieren. Die Angst, allein zu sein. Die Angst, ein schlimmes körperliches Gebrechen zu haben. Die Angst zu sterben, obwohl ich vorm Sterben eigentlich gar keine Angst habe. Ich fühle mich so einsam zurzeit und ich genieße jeden Moment, wo du an meiner Seite bist. Aber ich habe nicht wirklich die Power, auf dich zuzukommen, weil ich denke, ich ziehe dich nur mit runter in meinen Sumpf. Aber nein, du belehrst mich immer wieder eines Besseren. Je schlechter es mir geht, desto mehr fängst du an zu strahlen und zu leuchten. Du setzt dir die Krone auf den Kopf und fragst mich, wo ist mein König? Und ja, in mir steckt ein König, in mir steckt ein Herrscher, ein gütiger Herrscher. Du hast mir diese Woche sehr geholfen. Du hast mir gezeigt, dass ich dir nicht viel von Liebe erzählen kann, wenn ich mich nicht selbst liebe, wenn ich nicht anfange, mich besser um mich selbst zu kümmern. Das hat mir Kraft gegeben. Es fängt meinem Körper auch langsam wieder an, besser zu gehen.
Ich fange wieder an auf meine Instinkte zu hören. Ich arbeite nicht mehr wie eine Dampflok, sondern gönne mir Ruhephasen. Ich möchte anfangen, an meiner Stabilität zu arbeiten. Es ist so schwer, du gehst mir ständig durch den Kopf und ich würde mir nichts mehr wünschen, dich einfach in mein Leben einzuladen, aber ich habe einfach Angst, dass du nach 2 Wochen deine Koffer wieder packst und zurück in dein Zuhause gehst, weil ich einfach so ein Chaot bin. Bitte vertrau mir. Du bekommst deinen König an deiner Seite. Eigentlich ist er schon da. Wir beide schaffen das. Und ich danke dir so sehr, dass du den Glauben an mich und an uns nie verloren hast. Du bist unbeschreiblich. Ich bewundere dich. Und ich bin dankbar. Das war's. Das war's. Es war jetzt heute nur eine kurze Session, aber ihr kennt ihn ja, ne? Es ist keiner, der Romane reden kann. Er kann das, aber nur, wenn er Lust dazu hat. Das ist auch so, wenn ich mich telepathisch mit ihm in Verbindung setze. Deshalb gibt das hier immer nur kleine, feine Häppchen, aber vielleicht könnt euch damit identifizieren und es hat euch ein Stück weitergebracht. Ja, und jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen mit oder ohne Onkel Otto. Genießt euer Sein. Das hätte mir mal jemand sagen sollen, dass ich so einen Satz über die Lippen bringe. Aber nein, genießt einfach eure Zeit. Macht sie euch so schön und so wertvoll wie nur irgendwie möglich. Ich freue mich über jedes Like, was mich hier erreicht. Dafür möchte ich auch mal Danke sagen. Es sind so viele echt schon beständig und lange an meiner Seite. Ist für mich auch keine Selbstverständlichkeit. Ja, wie gesagt, vielen Dank für jedes Like. Vielen Dank für jeden, der den Weg zum Abo-Button findet. Ich freue mich auch über jedes Kommentar, auch wenn ich nicht die Zeit finde, weil mein Orakel nimmt schon sehr viel Zeit im Anspruch, so, ne? Das sind nicht nur die 10 Minuten, die ihr hier seht, da steckt viel mehr dahinter. Aber es macht mir einfach auch unglaublich Spaß, nur ich schaffe es einfach zeitlich nicht, dann noch jeden Kommentar zurückzukommentieren. Aber ihr könnt euch sicher sein, lesen tue ich sie alle. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende, dass das kommt, was ihr euch wünscht und lasst es euch gut gehen. Bleibt mir gesund. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.